Hallo Leute, da ist 105 hier mit Let's Play Paper Mario. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal hier das Spiel neu gestartet und wollte eigentlich mich kurz im Toadhaus ausruhen, aber auch hier ist ein Shy Guy. Unser Slogan lautet, erfrischende Körpergeist, aber man kann sich unmöglich ausruhen, wenn diese Shy Guys hier herumspringen. Tut mir leid. Jetzt, wo die Shy Guys weg sind, kannst du einkehren. Möchtest du das tun? Jo. Schlaf gut und träum süß. Na, alles klar. Schön. Ja, ich glaube, ich schaue sogar noch mal überall in Toadtown vorbei. Einfach aus dem Grund, weil hier ja wirklich fast überall Shy Guys waren. Bis jetzt zumindest. Halte den Dieb! Die Shy Guys haben einen ganzen Beutel voller Briefe gestohlen. Da waren sicher ganz viele wichtige Briefe dabei, Rechnungen, Karten, Pakete. Was sollen wir nur tun? Seit wann ist ein Paket ein Brief? Na gut, okay. Dazu sage ich jetzt nichts. So, aber hier ist bestimmt keiner, oder? Nö. Hier ist ja eh alles zerstört. Wie hat sich das mit den Frames natürlich nicht eingekriegt? Ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Ich habe von den Einstellungen her nichts verändert und gar nichts. So ein Mist. Ganz ehrlich. So, jetzt schauen wir trotzdem nochmal hier hin. Den Dojo wollte ich ja auch noch vorbeischauen. Dann machen wir das jetzt gleich mal. So. Kann man hier eigentlich runter? Nö. Ah. Oh, du musst Mario sein. Willkommen in meinem Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Dojos. Ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu stärken. Solltest du deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu uns geführt hat. Wir versuchen es mal. Sehr schön. Dann soll Chan gegen dich kämpfen. Nur Chan? Nun Chan, ist es an der Zeit, gegen Mario anzutreten. Mensch, Meister. Alles klar. Mario, jetzt kommt Chan. Erzähl. Ja, aber im Prinzip ist es ein ganz normaler Käfer. Das ist Chan. Er wird vom Meister trainiert und wird gerne gegen uns antreten. Maximal KP 15, Angriff 2, Verteidigung 2. Hammerattacken werden nicht gut funktionieren, aber du kannst sie mit Sprungattacken umwerfen. Liegt er erst auf dem Rücken, ist es ein leichtes, ihn zu besiegen. Sei gnadenlos, Mario. Na, freilich. Es ist im Prinzip ein ganz normaler Käfer. Oh, Angriffskraft wird erhöht. Cool. Oh. Das macht guten Wetternei. Das war cool. Oh, welch mach. Halt ein Käfer. So. Okay. Und dann darf Gumbarium mal ran. Und dann haben wir ihn auch schon fast down. So, alles nicht schwer, zumindest die erste Runde nicht. Und das war's. Gibt keine Sternpunkte, aber wir wollen ja auch im Dojo aufsteigen und nicht Sternpunkte farmen. Je. Ja, genug. Mario ist der Sieger. Chan, du musst heute trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dieses, Mario. Eine Kometenkarte, der beweist, dass Mario gegen Chan siegreich war. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Ah, Mario, willkommen. Es führt dich dazu, wir versuchen es. Sehr schön. Diesmal soll Lee gegen dich kämpfen. Nun, Lee, zeig mir, wie du dich gegen Mario behauptest. Gewiss, Sir. Ich werde ihn besiegen, Meister. Oh, Leviathan. So. Ha, ich wette, eine Technik wie diese hast du noch nie zuvor gesehen. Ah, ja. Ist klar, ne? Das ist Lee in seiner Verkleidung als ich. Seine
KP sind, maximal KP sind 20. Sehe ich wirklich so aus? Niemals. Er wird Kopfnuss und Scanner einsetzen. Er verfügt über meine Fähigkeiten. Natürlich sehe ich viel besser und flotter aus. Und ich hoffe, ich bin auch stärker. Ja, das ist der gleiche Typ in Anführungszeichen wie bei die Legende vom Millionentor. Dort hieß er ja Rumpel. Und konnte sich ja dort auch in jede mögliche Gestalt annehmen. Das war damals, glaube ich, auch Kapitel 4, ja. Düsterdorf. Das ist Mario. Blödmann. Er ist hier, um die Prinzessin zu retten, die von Bowser entführt wurde. Schon vergessen? Er kämpft bis zum bitteren Ende, egal welche Feinde sich ihm entgegenstellt. Naja. Sehr schön. Ja. Und der gleiche Typ wie Rumpel und damals der Kapitel 4 mit Düsterdorf und der Spukabtei und so weiter. Das war auch ein super schönes Kapitel. Aber gut. Vor allem lustig gemacht, wie er sich dann als Mario damals ausgegeben hat. War schön. Oh, du bist stark, nimm dies. Au. Ja, aber wir sind auch stark. Deswegen nimm du dies und geh down. Gut. Schuppidubidu-du-du-du. Yay. Genug, Mario ist der Sieger. Lee, du musst noch viel trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dies, Mario. Eine Mondkarte. Du weißt, dass Mario gegen Lee siegreich war. Du darfst gerne jederzeit wieder hier trainieren. Gut. Willkommen im Dojo. Wir versuchen's. Sehr schön. Es wird Zeit, gegen den Meister anzutreten. Genau. So sieht's aus. Möge der Kampf beginnen. Genau so sieht's aus. Die Mucke ist cool. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo und er ist der stärkste Kämpfer hier. Maximal KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Wenn er der Beste im Dojo ist, muss er ziemlich stark sein. Ja, kann man so sagen, Gumbario. Würde ich jetzt so sogar unterschreiben, ja. Das stimmt. ausgezeichnete Technik. Ja, und hier das Action-Kommando oder die Verteidigung richtig zu timen, ist auch unheimlich schwierig. Aber gut, probieren wir es nochmal. So. Kann nur schief gehen, ne? Naja, war gar nicht schlecht. Ausgezeichnete Technik. Kann nur schief gehen. Ja, der ist auch machbar, es ist kein Thema. Kriegt das bei ihm einfach nicht hin, das ist zum Kotzen. Okay, dann lassen wir mal Gumbario erstmal ran und dann überlege ich, was ich mache. Ich würde was sagen, wir hauen nochmal einen Sternsturm raus. So. Dann macht das 7 KP, okay, und dann heile ich mich in der nächsten Runde und dann müsste es passen. Du bist ein Naturtalent. Ich krieg das einfach nicht hin. Es ist zum Kotzen. So, dann nehmen wir doch mal einen Super Pilz. Yay. Yeah. Okay. Yay. Yeah. Du bist ein Naturtalent. Ich habe nur einen Item genommen. Hey, cool, geblockt. So, wie viel hat er jetzt noch? 19. Na, alles klar. Dann machen wir es auf dem langsamen Wege. Ausgezeichnete Technik. Okay. Bist ein Naturtalent. Au. Oh. Oh! Okay. Ja, jetzt sind wir im Gefahrmodus und hätte ich jetzt den Orden angelegt, würde meine Angriffskraft jetzt rapide steigen. Aber das haben wir ja nicht. Gut. So, aber im nächsten Runde sollten wir eigentlich down kriegen.
Das haut hin. So, sollen wir uns nochmal angreifen? Sehr schön. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ein Powerschlag. Boom. Und dann darf Gumbadio nochmal draufhauen. Und dann war's das. Und down. Sehr schön. Wir haben gegen den Meister gewonnen. Cool. Hm, jetzt verstehe ich, warum du so berühmt bist, Mario. Du bist so ein meisterlicher Kämpfer. Sehr gut, ein würdiger Gegner. Ich gebe dir dies. Eine Sonnenkarte. Der Beweis, dass Mario gegen den Meister siegreich war. Du darfst gerne jederzeit wieder mit uns trainieren. So, nur zu Besuch. Sehr schön, du darfst gerne unser Training beiwohnen. Alles klar. Gut, haben wir das Dojo auch abgeschlossen. So, was wollte ich jetzt machen? So, im Laden waren wir drin. Da war der Bücherheini, da waren wir auch drin. Hier war die Familie, da kommen wir nicht rein. Genau, in die Röhre kommen wir später. Hm. Okay, soweit hier eigentlich alles okay. Gehen wir nochmal hier hin. Da waren wir drin, da haben sie einen Rechner geklaut. Postamt waren wir auch. Bla bla bla. Hier alles erledigt. Ich könnte mich vielleicht gleich nochmal heilen. Ich will ja dann eh in den Untergrund von Toad Town und da brauchen wir mal wieder etwas Kraft, sage ich jetzt einfach mal. Um dort bestehen zu können. So, einmal hinlegen. Wenn es das schon gibt, dann nehmen wir das auch mit, meine Herren. Ja, wir haben supi gut geschlafen. Danke der Nachfrage, Toad. Und einmal saven. Und dann gucken wir nochmal in den hinteren Bereich, in den südlichen Bereich. So. Genau. Genau, Omelette waren wir drin. Hier war der Typi. Hier konnten wir nicht rein, aber... Aber im Hafen haben wir doch eigentlich auch alles gemacht gehabt. Eigentlich... Ich könnte hier nochmal in den Laden rein. Ach, hier ist noch ein Shy Guy, oder? Hey du, Dieb! Oh Mario, du bist es. Ein Shy Guy hat meinen Lagerschlüssel gestohlen. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Tja, wenn man das nur wüsste, ne? Wir suchen den Schlüssel. Sagt's doch, wie es ist. Okay, und die wurden hier anscheinend von den Shy Guys verschont. Okay. So, was hatten wir jetzt hier noch? Hier war ja eigentlich nur der Club, da waren wir drin, da war nichts weiter und hier war der Wal. Nee, dann ist es soweit okay. Dann scheinen wir jetzt alle Shy Guys getriggert zu haben. Würde ich jetzt trotz allem sagen, bevor wir jetzt irgendwas mit den Shy Guys machen, irgendwo uns anschauen, wo die sind, was die machen und wie auch immer, werden wir erstmal in den Untergrund von Toad Town gehen und dort weitermachen. Denn das ist ja auch immer wichtig. Oder, ja, mit den Abkürzungsröhren sage ich jetzt mal gar nicht mal so verkehrt. Ich schaue nochmal kurz hier weiter südlich. Aber hier war eigentlich nichts weiter. Nee, da war ja der Shy Guy, genau. Nee, das ist soweit okay. Alles klar. Dann gehen wir jetzt runter in den Untergrund. Und dann muss ich noch das mit der staubtrockenen Wüste, mit dem staubtrockenen Vorposten, mit der Palme machen und mit dem Brief abgeben. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Das will ich jetzt nicht machen. Und jetzt können wir ja hier rein. Okay. Gut, hier geht es erst weiter, wenn wir einen anderen Partner haben. Vorher können wir da leider nichts machen. Ach du Kacke. Ich ahne Böses. Oh boy, diese Koopas. Das ist ein fies Koopa. Fies Koopas sind Koopas, die in den Tunneln von Toad Town leben. Sie sind dafür bekannt, ihre Gegner zu verwirren. Maximal KP an
8 Angriff auf 3 Verteidigung 2. Wenn sie grinsen, solltest du besonders vorsichtig sein, weil sie dann ihre Verwirrungsattacke vorbereiten. Ihre Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie umwirfst. Also setze Sprungattacken ein. Ja. Aber das ist kein Thema, wir haben ja den Multijump. So. Ah, aber die stehen gleich wieder auf. Das ist natürlich sehr, sehr gemein. Na, alles klar. Ja, wir kriegen die schon down, aber die sind relativ anstrengend, sagen wir es mal so. Hm, ja gut, bei dem ist es jetzt egal, weil er nicht grinst. Das heißt, er macht, wenn dann, nur normalen Schaden. Ja, und das ist okay soweit. So, und jetzt grinst er, aber jetzt sollten wir mit dem da hinten ganz vorsichtig sein. Sonst könnte uns das schlecht bekommen. Oh, die geben noch gut Sternpunkte. Schön. So. Mhm. Das ist dann immer etwas anstrengend, wenn die grinsen, aber bei zweien geht's noch. Schauen wir mal, wer hier noch so alles unterwegs ist. Mal gucken. Und down. Sehr schön, und es gibt ein Level Up. Schuppidu. Okay. Wir nehmen OP. Okay, kann ich Orden anlegen? Bietet sich denn da an? Strumpfer V minus. Richtet nicht genug Schaden an, umgeht aber die Abwehrkraft. Okay. Erdbeben haben wir drin. Okay. Vermeide. Macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen? Hm. Ja, will man das eigentlich? Eigentlich nicht, ne? Hm. 1 reduziert, ja. Der Ausweicher ist auch nicht gut. Befinden Sie Mario in Gefahr? Das ist Quatsch. Das nutze ich eh nicht aus. Fluchtlohn. Schwindelhieb, Wirbelwind. Okay. Nö, dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal den Ausweicher mit rein. Denn das ist ja echt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wenn der Schaden reduziert wird um 1. Oh, 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 oh. Die grinsen schon wieder alle so verdächtig. Mag mir nicht gefallen. Na gut. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall den hinteren jetzt hier umlegen. Sonst verwirrt er uns. Oh, schön. Ja, schön. Oh, boy. Oh, boy. Na gut. Dann würde ich versagen. Wir lassen uns mal von einem verwirren. Ach, das ist wieder ein Kack hier. Na gut. Wenn's klappt. Das ist extrem kacke. Hier das Action-Kommando richtig anzuwenden, das klappt fast nie. Das ist richtig kacke. Ganz ehrlich. So, zumindest einer mal down. Ah. Vor allem, ich kann jetzt auch nicht abblocken, wenn Mario verwirrt ist. Ich hasse diese Attacke, ganz ehrlich. Ich hasse sie aus tiefstem. Aber gut. So, müssen wir es halt langsamer machen. Kann es auch nicht ändern. Das macht zwar keinen Schaden, aber es, ja, verwirrt uns halt oder macht uns auch wieder andauernd schwindelig. So, der geht jetzt down. Diese Koopas. Schon ein bisschen kacke, wenn man nur noch mit dem Partner angreifen kann, aber gut. So. Diese Runde nicht, Minion. Diese Runde nicht. So. Sehr schön, jetzt kann auch Mario wieder was machen. Und dann kriegen wir das hin. Und down.
Hoffentlich sind da jetzt keine weiteren. Die sind sehr nervig, diese Typen. Sehr, sehr nervig. Cool, 12 Sternpunkte. Supidupi. Ach, da ist noch eine. Oh boy. Da würde ich was sagen, wir greifen mal zu Sternsturm. Sonst wären wir hier gar nicht mehr fertig. Ach ja. So. Allerdings habe ich jetzt keinen Multi-Angriff, das ist wieder das nächste Problem. Na gut. Dann lassen wir uns halt wieder verwirren. Ist auch egal. Oh, man kann doch ablocken. Aber es ist sehr, sehr schwierig vom Timing her. Geschafft. Okay. Ich glaube, ich hab's raus, wie es geht. Zumindest einigermaßen. Vom Timing her. Wenn sie anfangen sich zu drehen, dann muss man noch kurz warten und dann den A-Knopf drücken, dann kann man abblocken sozusagen. Okay, da ich jetzt eh fast keinen Schaden mehr mache, töte ich erstmal den Typ, dann haben wir da Ruhe. Dann soll er nur einen Schaden machen, auch kein Thema. Gut. Dann erledigt sich auch das. Sehr schön, 20 Sternpunkte, Wetternei. Schubidu. Cool, ein Schalter. Boom. Sieht mir fast aus wie eine Abkürzungsröhre. Wo kommen wir denn damit hin? Ah. Na, alles klärchen. Schnell mal abgekürzt durch den Nimmernimmerwald. Und dann würde ich auch sagen, wenn wir eh schon mal hier sind, speichere ich gleich noch mit und mache Schluss für heute. Ich bin der AC105 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht bei Paper Mario. Bis dann und ciao, ciao.